Jetzt hat es geklappt. Hallo, schönen guten Abend allerseits. Toll, dass du wieder mit dabei bist. Es geht weiter mit der Netzsprechreihe. Ich habe ja aus gesundheitlichen Gründen einmal ausgesetzt. Ich musste so einiges verarbeiten, aber neues Jahr, neues Glück, auf geht's, vorwärts. Nein, los. Heute geht's um Folgendes. Es geht um den direkten Vergleich von YouTube zu Vimeo und es geht um Videoformate im Allgemeinen. Beide stelle ich dir heute vor und ich lege am besten sofort los. Ich habe eine Präsentation wieder mal fertig gemacht und da schalte ich jetzt mal drauf. So, Bildschirm freigeben, Freigabe. Da haben wir sie. So, Bildschirm freigeben. So, da bin ich. Und gleichzeitig auch die Präsentation, so wie es sein soll. Ziehe mich hier mal ein bisschen größer, damit du mich hier auch vernünftig noch sehen kannst. Also, Vergleich YouTube und Vimeo. Darum geht's. Es geht um den Vergleich. Was ist wofür geeignet? Wann solltest du was wählen? Brauchst du beides? Brauchst du nur eins? Und welche Formate gibt es überhaupt? Also wie sollst du dich entscheiden? Und vor allen Dingen solltest du selber, ist das überhaupt was für dich? Videos. Nicht jeder ist ja so, dass er so wie ich jetzt einfach mal live geht und sich so präsentiert und in die Kamera blickt und sagt, hallo, hier bin ich. Es gibt ja auch viele Menschen, die da Hemmungen vorhaben. Ich sag dir eins, die schwinden mit der Zeit. Aber trotzdem, man muss vielleicht nicht unbedingt sofort hineinspringen ins kalte Wasser. Hängt so ein bisschen auch von deinem Typ ab. Ich bin ja immer so der Typ, erstmal das, was am schlimmsten ist und das ist dann weg und danach fängt es an, was völlig Normales zu werden. Es gibt aber auch andere Menschen, die eben mit dem Kleinsten erstmal anfangen und sich dann langsam hocharbeiten. Beides ist ein vernünftiger Weg. Kommt halt wirklich drauf an, wie du persönlich tickst. Legen wir los. Als erstes mal, wie ist das alles entstanden? Das ist jetzt wichtig zu verstehen, denn das erklärt dir die Hintergründe dazu, warum die Ausrichtung in vielen, vielen Bereichen so komplett unterschiedlich sind. Also, das Erste. Vimeo ist entstanden. Fangen wir von hinten an. Vimeo ist entstanden von Filmschaffenden. Ist durch Filmschaffende ins Leben gerufen worden. Also Menschen, die ihr Geld, ihr Brot auf dem Küchentisch damit verdienen, dass sie Filme drehen, Filme schneiden, Filme produzieren. Und diese Berufsgruppen haben sich sehr geärgert, dass ihre Filme irgendwo im Internet querbeet geteilt worden sind und sie nichts davon hatten. Sie hatten keine Kontrolle darüber, vor allen Dingen hatten sie auch keinen Schutz in irgendeiner Form und es war ganz schwierig, da irgendwo im Nachhinein noch Geld für etwas zu verlangen, was schon längst irgendwo in der Welt verteilt wurde. Das ist der Hintergrund von Vimeo. Also wirklich aus der Filmbranche heraus, aus der Branche, aus der Gruppe der Filmschaffenden entstanden. Das andere, YouTube, hat einen komplett anderen Ansatz. Hier geht es darum, dass jeder und jede die Möglichkeit haben soll, sich selbst durch Filme zu verwirklichen, indem vom Urlaub berichtet wird, indem Kontakt gehalten wird mit Freunden, indem man sich selbst präsentiert für den zukünftigen Arbeitgeber, indem man Dinge erklärt, die einem wichtig sind und wonach man ständig gefragt wird. Das ist der Hintergrund von YouTube. YouTubes Ansatz war, jeder soll in seinem eigenen Haus die Möglichkeit haben, wirklich selber Filme zu produzieren. Also zwei völlig unterschiedliche Ansätze. Einmal der Ansatz der Berufsgruppe, die sich schützen möchte, die ihre Arbeit schützen möchte. Und der andere Ansatz, frei offen für jeden. Beide Gruppen haben sich einander inzwischen angeglichen, aber die ursprüngliche
Unterscheidung, die ist jetzt ganz wichtig auch für die folgenden Präsentationsfolien. Wie ist das mit der Finanzierung und den Kosten und andererseits mit der Monetarisierung mit deinem Verdienst? Also Finanzierung und Kosten, wer trägt die? Bei YouTube, du kennst es, wird Werbung eingeblendet. Vor deinem Video, in deinem Video, nach deinem Video. Du kannst das zwar auch in den Einstellungen entsprechend ausschalten und verhindern, zumindest einen Großteil dieser Werbung, aber das bedeutet, dass du dann auch in der Reichweite sinkst. Also wenn es dir wichtig ist, dass möglichst viele Menschen auf YouTube deine Videos sehen, dann solltest du das alles eingeschaltet lassen, auch wenn du vielleicht selbst momentan noch gar kein Geld damit verdienen kannst. Dazu gleich mehr. Bei Vimeo ist es so, Vimeo finanziert sich nicht durch Werbung, sondern durch Mitgliedbeiträge. Auch wieder der Unterschied. Einmal Vimeo, diese geschlossene Gemeinschaft der Filmschaffenden, die sich davon abheben wollen, von dem, ja, sage ich jetzt einfach mal, von dem Wust der unprofessionellen, in Anführungsstrichen unprofessionellen, YouTube-breiten Gemeinschaft. Daher dort also die Wahl des Mitgliedbeitrags und eben auch der Vorteil, dass dort keine Werbung vor, während oder nach deinem Video geschaltet wird, es sei denn durch dich selbst. Die Kosten bei YouTube von vorne bis hinten ist die Nutzung erst einmal kostenfrei. Jeder kann damit arbeiten, ganz gleich, ob du die Videos hochstellst zu deinem Privatvergnügen, für deine Familie und deine Freunden oder ob du sie nutzt für kommerzielle Zwecke. Das ist YouTube herzlich egal. Vimeo nicht. Bei Vimeo heißt es, du kannst alles hochladen, aber wenn du es kommerziell nutzen möchtest, dann kommst du in eine andere Mitgliedergruppe. Du kannst kostenfrei da starten, so wie bei YouTube, aber sobald es anfängt, dass du kommerziell das Ganze nutzen möchtest oder sehr, sehr viel hochladen möchtest, was über den normalen privaten Gebrauch hinausgeht, dann gehst du eine Stufe höher in der Mitgliederstaffelung und zahlst dann dafür. Dann kannst du aber auch ab Premium dann dementsprechend auch sagen, ja, ich kann es kommerziell auch nutzen und dementsprechend damit dann auch dein Geld verdienen. Womit wir beim Punkt sind, Monetarisierung. Wie kommt denn Geld rein? Worüber verdienst du? Bei YouTube verdienst du durch Werbung. Also durch das, was auf der einen Seite das Schlimme ist, in Anführungsstrichen bei YouTube, ist gleichzeitig auch das Gute bei YouTube. Wieso, weshalb, warum? Ab einer bestimmten Anzahl von Abonnenten, im Moment sind es 1000 Abonnenten und einer Gesamtzahl an Stunden, die deine Videos innerhalb von 12 Monaten angesehen wurden, das sind im Moment, soweit ich es weiß, 40.000 Stunden. Sobald du das erreicht hast, kannst du eben auch sagen, dafür, dass ihr Werbung bei mir einblenden dürft, bekomme ich Geld. Gibt noch ein paar andere Kriterien, du musst da bestimmte andere Bedingungen noch erfüllen, aber das geht jetzt hier zu weit. Bei Vimeo ist es so, dass du dort eine andere Möglichkeit hast. Sobald du in dieser Mitgliedsstufe bist, dass du kommerziell deine Videos nutzen darfst und dort verwenden darfst, kannst du sie beispielsweise on demand verkaufen oder verleihen. Das habe ich ja auch gemacht und mache ich auch weiterhin mit dem ersten Videokurs, Online-Kurs, den ich gestaltet habe zur Erstellung von WordPress-Webseiten. Das ist das eine. Das zweite ist, du kannst bei Vimeo dafür sorgen, dass du die Sichtung, also das Gesehenwerden der Videos, stark einschränkst. Und zwar so stark einschränkst, dass es über die Einstellungsmöglichkeiten von YouTube weit hinausgeht. Bei YouTube hast du die Möglichkeit zu sagen, nicht gelistete
Videos. Das heißt, da muss man schon per Zufall drauf kommen, dann sieht man es. Oder man muss da den speziellen Link zu haben, den du vorher in bestimmte Gruppen geteilt hast. Dann kann derjenige oder diejenige dieses Video sehen. Oder du kannst auch sagen, das ist ein Video, das ist nur für mich privat und nur derjenige, dem ich jetzt ganz speziell sage, du darfst hier zusätzlich an meinen Videos arbeiten, du hast Zugriff mit auf meinem Konto, der darf eventuell auch. Ansonsten keiner, nur du. Also das ist auch, diese Einstellungsmöglichkeit gibt es bei YouTube, aber sie ist bei weitem nicht so scharf wie bei Vimeo. Bei Vimeo hast du die Möglichkeit zu sagen, das sieht niemand. Das ist wie so eine kleine Bubble, wie so eine kleine Kapsel. Und darin bewahrst du dann deine Videos auf. Und dann sagst du zusätzlich, eingebettet werden dürfen diese Videos nur auf folgenden Webseiten. Dann hast du den nächsten Schutz. Das habe ich bei meinen Videos auch gemacht. Ich habe gesagt, okay, meine Videos dürfen nur eingebettet werden, wenn ich sie denn kommerziell nutze, im Sinne von, ich möchte sie verkaufen, vermieten oder innerhalb meiner jetzt übrigens bald öffnenden Akademie zeigen, dann darf das Ganze nur auf meinen eigenen Webseiten eingebettet werden. Es gibt andere Videos, da sage ich, das ist völlig in Ordnung, wenn das auch noch an anderer Stelle eingebettet wird. Das sind frei verfügbare Tutorials von mir. Die habe ich auch bei Vimeo so freigeschaltet, dass sie dort frei herunterladbar und einbettbar sind. Und das Gleiche habe ich auch bei YouTube gemacht. Also du hast da sehr viele Möglichkeiten. Das ist also die Möglichkeit, wie bekommst du selber Geld? Also wie kannst du die Kosten für die jeweiligen Kanäle, für die jeweiligen Konten wieder hereinholen? Welche Kontrolle hast du über deine Inhalte? Und wie ist das mit den Verbreitungsmöglichkeiten? Kontrolle über die Inhalte, bin ich gerade schon eingegangen, ist bei Vimeo größer. Bei YouTube kannst du auch bestimmte Dinge einstellen, ja. Aber deine Einstellungsmöglichkeiten sind da eingeschränkter. Da es die Philosophie von YouTube ist, jeder soll möglichst viele Videos bei uns hosten und möglichst schnell verbreiten, denn, logisch, YouTube ernährt sich selbst durch Werbung. Inzwischen gibt es auch dort die Möglichkeit, Mitglieder, Communities mit aufzubauen, also Mitgliederbereiche mit aufzubauen, wenn du eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern hast. Ich weiß gar nicht, wo das momentan liegt. Also bei mir dauert das noch ein paar Jährchen, bis ich diese Reichweiten erreicht habe, vermute ich mal. Also das wird noch eine Weile dauern. Dann kannst du auch bei YouTube inzwischen sagen, ich biete meiner Community besondere Gadgets an und dafür zahlen sie mir im Monat so und so viel Euro oder US-Dollar, je nachdem, wo du dann sitzt. Das gibt's dann da auch später für die ganz, ganz Großen, die wirklich schon ihr Leben auf YouTube zubringen, also nichts anderes mehr machen, als wirklich für YouTube zu arbeiten, weil sie auch YouTuber und YouTuberin sind, also da wirklich auch ihren Beruf gefunden haben. Bei Vimeo hast du einfach mehr Kontrolle. Ich habe es jetzt mehrfach schon gesagt und es ist wirklich so. Allerdings ist es dann bei der Viralität wieder ein bisschen anders. Du hast auch dort natürlich die Möglichkeit, deine Videos überall hin teilen zu können. Und du hast auch die Möglichkeit, deine Videos on demand, also die Videos, die du verkaufen oder vermieten möchtest, überall mit hinzuteilen, sei es jetzt auf Facebook, auf Twitter oder sonst wo. Du kannst das überall auch dort teilen. Allerdings ist die Viralität anders. Du wirst es mit Sicherheit schon irgendwann mal erlebt haben, boah, das Video, das ging viral. Das ist abgegangen wie Zäpfchen. Ich erinnere jetzt mal an einen bestimmten YouTuber, ich nenne mal den Namen Rezo. Jeder wird sofort wissen, ah ja, das Vernichtungsvideo, die Vernichtung der CDU, CSU, der große Politikskandal, ein YouTuber meldet sich zu Wort und die Parteien merken plötzlich, es gibt so etwas wie das Internet. Ja, so viel dazu. Also, da ist natürlich richtig ein Video viral gegangen, das ist
ich weiß nicht, wie oft inzwischen mehrere Millionen Mal geklickt und heruntergeladen worden. Es ist oft zitiert worden, sehr, sehr oft kommentiert und geteilt worden. Also Viralität pur. Ich habe aber noch nie gehört, dass irgendjemand mal gesagt hätte, boah, mein Video ist viral gegangen auf Vimeo. Habe ich noch nie gehört. Und solltest du das schon mal gehört haben, dann berichtige mich gerne. Ich habe es jedenfalls noch nicht erlebt. Das ist also auch ein großer Unterschied. Wenn du Wert darauf legst, dass eine Botschaft sich schnell verbreitet, es also darum geht, dass du Werbung machst, im besten Sinne, Werbung machst für eine Idee, für einen Gedanken, für eine Organisation, für ein Produkt, für eine Dienstleistung, für ein Thema, dann ist es wichtig, dass du da mindestens diese beiden Kanäle gleichzeitig bedienst und da den Fokus dann auch wirklich auf YouTube setzt. Das ist also ein wichtiger Punkt. Teilen, einbetten, kommentieren, verkaufen, Communities. Das sind also so diese fünf großen Punkte, die da gegeneinander abzuwägen sind. Ich finde, der Start ist gut, zu starten mit YouTube. Wenn du das Ganze kommerziell nutzt oder auch sehr großen Wert darauf legst, dass keine Werbung irgendwie um deine eigenen Videos herum geschaltet werden, solltest du Vimeo zumindest in Betracht ziehen. Bedienbarkeit. Ja, was soll ich sagen? Es hat beides so seine Tücken. Bei YouTube ist das erste große Problem, das du hast, du musst erstmal einen YouTube-Kanal haben. Um einen YouTube-Kanal zu haben, brauchst du ein Google-Konto. Das hängt ja alles irgendwie miteinander auch zusammen, denn Google und YouTube gehören ja auch zusammen. Also musst du dich erstmal einmal damit auseinandersetzen. Das hat aber auch den großen Vorteil, dass du danach dann auch auf deine Statistiken Zugriff hast, dass du das Ganze monetarisieren kannst. Also irgendwann, wenn du soweit bist, Geld bekommst dann auch für deine Videos. Du hast außerdem den Vorteil, dass du Werbung darüber dann schalten kannst. Das kannst du also jederzeit, auch bevor du selber mit deinen eigenen Videos Geld verdienen kannst aufgrund der Abonnentenzahl und der Impressionszahl, kannst du auch sagen, ich nutze jetzt Werbung und schalte Werbung auf meine jeweiligen Videos und kannst dann eben auch wieder deine Botschaft, dein Thema verbreiten. Das ist durchaus sinnig. Ansonsten gibt es bei YouTube momentan gerade eine Änderung beim Upload. Es gibt ja nun die Regelung des Upload-Filters. Ich bin nicht ganz sicher, ob der für alles verantwortlich ist, aber ich habe inzwischen bei den Uploads eine echte Schwierigkeit. Ich habe normalerweise für einen Upload von einem Video so von 45 Minuten, Stunde in etwa, wenn es hochkam, vielleicht mal 10 Minuten gebraucht. Inzwischen brauche ich für die gleiche Videolänge ungelogen 4 bis 5 Stunden. Ich habe noch nicht rausgefunden, woran es liegt. Ich habe also schon alles Mögliche versucht und habe mich auch schon mehrfach bei YouTube beschwert, habe aber noch keine vernünftige Antwort bekommen. Ich fluche dann immer vor mich hin und versuche dann Videos in irgendwelchen Nachtzeiten hochzuladen. Immer so dann irgendwo, nicht sonntags, nicht am Wochenende, so irgendwie so früh Montagmorgens, ist ein Tipp an euch. Einfach mal so früh Montagmorgens, so 2, 3 Uhr irgendwie versuchen, was hochzuladen. Dann geht's ein bisschen schneller. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht liegt es auch browsertechnisch, wobei ich da auch schon alles durch habe. Ich habe schon mit Firefox probiert, ich habe schon Firefox ist ja mein Standardbrowser. Ich habe es auch schon mit dem Edge versucht, ich habe es auch mit Chrome nicht besser hinbekommen. Auch Vivaldi hat mir da nicht wahnsinnig geholfen. Also ich habe schon mehrere Dinge ausgetestet, ich weiß nicht richtig, woran es liegt. Also momentan wird da einiges umgestellt, aber sie schalten dann auch jedes Mal eine Umfrage vorweg. Warum möchten sie denn den klassischen Upload, das alte klassische Upload-Tool nutzen? Und ich schreibe dann immer jedes Mal wieder rein, weil der andere zu lange braucht.
denken. Das habe ich jetzt so oft geschrieben, dass sie mich jetzt nicht mehr fragen. Ich hoffe, dass sie mich jetzt erstmal verschonen, bis sie das da technisch besser in den Griff bekommen haben. Also das ist jetzt eine Schwierigkeit. Ansonsten gibt es bei YouTube auch die Möglichkeit, sobald du was hochgeladen hast bei YouTube, kannst du es auch wunderbar direkt dort im YouTube selbst bearbeiten. Wir haben also ein regelrechtes kleines Mini-Studio, da kannst du dann Ton mit reinnehmen, da kannst du dann auch ja Untertitel mit reinbringen und ähnliche Sachen, falls du das nicht vorher schon alles gemacht hast. Ich plädiere immer dafür, mach das alles vorher fertig, greif auch auf Musik zurück, die du selber irgendwo eingekauft hast oder wo du selber die Rechte drauf hast, du dir in irgendeiner Form aus anderen Quellen legal besorgt hast und das auch nachweisen kannst. Denn wenn du Musik nutzt oder Töne nutzt von YouTube, steht auch in der Anleitung, ist das auf den Bereich von YouTube begrenzt. Das heißt, wenn du diese Videos von YouTube dann außerhalb von YouTube irgendwo die Musik von da beispielsweise nutzt auf irgendeiner anderen Plattform, dann kann es sein, dass du dich da ungewollt in Schwierigkeiten bringst. Also das ist eine Schwierigkeit. Da achte bitte drauf. Das Gleiche gilt übrigens hier auch auf Facebook. Auf Facebook hat das in den Bedingungen geschrieben, was viele vielleicht auch überlesen. Wenn du auf Facebook auf die Musikdateien zurückgreifst, die Facebook anbietet und dir dann im Anschluss das Video herunterlädst, dann solltest du dann wiederum die Musik herausfiltern in irgendeiner Form, weil du nicht sicher sein kannst, dass du diese Musik dann auch außerhalb von Facebook auch nutzen darfst. Da wäre ich also auch sehr vorsichtig. Da kann es sein, dass du dir da selber ein Bein stellst. Bei Vimeo von der Bedienbarkeit, ich fand es ein bisschen so vom Hereinkommen, fand ich schwieriger, ist aber jedes Mal so. Es ist bei allen Dingen so. Wenn du viel mit Windows arbeitest und dich dann mit Apple auseinandersetzt oder wenn du viel mit der englischen Sprache zu tun hattest und plötzlich Französisch, Italienisch oder sonst irgendetwas dazukommt, dann ist das erstmal eine gewisse Umstellung, bis du dann so die Zusammenhänge mitbekommst. Sobald du drin bist, wirst du Vimeo auch lieben. Ich fand's spannend, so die Unterschiede herauszufinden. Und die ganzen Feinheiten, die Vimeo anbietet, habe ich noch nicht herausgefunden. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt bei 70-75%. Ich nutze das Ganze aber auch erst aktiv so seit ungefähr einem halben Jahr, dass ich anfange, mich damit intensiver zu beschäftigen. Bei YouTube bin ich ja schon länger dabei, habe jetzt auch schon einiges umgestellt und habe jetzt auch geschafft, vom letzten Jahr, also von 2018 auf 2019, meine Reichweite massiv zu steigern durch ein paar kleine Änderungen. Und jetzt 2020 wird für mich das große Videojahr, empfehle ich dir auch. Videos sind das Thema 2020 und folgende Jahre. Wie sieht das aus mit Hilfsmitteln, also mit so Krücken? Bei YouTube, habe ich ja schon erzählt, gibt es so eine kleine, ja, so ein kleines Ministudio, wo du selber Videos zusammenstellen kannst. Wieso macht das überhaupt Sinn? Also nehmen wir mal an, du hast einfach mehrere schöne Fotos und möchtest daraus einen Film machen. Und du hast kein eigenes Videobearbeitungsprogramm, da gibt es ja auch ganz tolle. Aber du möchtest dir sowas gar nicht anschaffen und du kennst dich damit auch nicht aus und überhaupt, du willst das nur einmal auf YouTube haben und sonst brauchst du das nicht. Dann kannst du dort die Bilder hochladen und kannst dann dort aus diesen Bildern eben ein Video zusammenschneiden. So bildschirmaufnahmetechnisch. Das ist eine Möglichkeit, die du da hast. Das macht durchaus auch mal Sinn. Beispielsweise, wenn du mal eben schnell eine Nachricht fertig machen willst und drüber schicken willst zu irgendjemandem. Das geht. Gib elegantere Wege, aber es geht, sage ich jetzt einfach mal. Also das ist tatsächlich ein Hilfsmittel. Töne, Musik, habe ich gerade erklärt, gibt es da eben auch. Kannst du alles ein bisschen mit aufhübschen. Die Tücken habe ich auch schon genannt. Bei Vimeo habe ich jetzt entdeckt, fand ich ganz witzig, dass es dort jetzt inzwischen Themes gibt. Also du kannst auf Vimeo darauf zurückgreifen und sagen, okay, ich hätte jetzt hier ein Video, ich möchte jetzt ein Erklärvideo machen oder ich möchte ein Marketingvideo machen oder XY-Video. Und dann hast du die Möglichkeit, aus bestimmten Vorlagen auszuwählen und die dann nach deinen Wünschen zu bearbeiten.
Damit habe ich mich selber noch nicht wirklich auseinandergesetzt, weil ich eben nicht auf diese Möglichkeiten zurückgreife. Bisher jedenfalls nicht. Ich werde mich aber noch damit beschäftigen, wie das ist mit den Rechten, ob ich die dann dort entstandenen Videos auch anderweitig nutzen kann, in anderen Bereichen oder dann eben nur auf der Vimeo-Plattform auf der sicheren Seite bin, muss ich mal schauen. Ansonsten nutze ich halt andere Videoprogramme. Ich habe sie auch schon an anderer Stelle erwähnt. Ich nutze die von TechSmith. Bin ich sehr mit zufrieden und ist ein breites Spektrum, was du damit anstellen kannst. Und eben auch Canva für kleine Projekte. Das ist eben das Zweite, das ist das Kostenfreie, wo du auch inzwischen Minifilme machen kannst, ohne Ton, ohne Musik bisher. Das kommt vielleicht auch noch, aber bis jetzt auf jeden Fall. So kleine Mini-Videos kannst du auch mit Canvas auch wunderbar machen. Wie ist das mit Support Community? Da habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also bei YouTube, die Community ist sehr, sehr rege. Da habe ich auch schon viele, viele Dinge einfach mal im Forum nachgelesen und war dann auch gleich mal schlauer und habe dann auch mitbekommen, okay, hier ist gerade mal eine Fehlermeldung akut oder das Problem haben auch schon andere vor mir gehabt oder das war vor 3 Monaten schon mal. Aha, die Lösung kam dann bei raus. Wunderbar, klasse, kann ich drauf zurückgreifen. Support, YouTube und Support, ja, also kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe nur wenig Support-Kontakt gehabt bisher, war in Ordnung, sehr zeitversetzt, muss ich dazu sagen. Also es dauert manchmal, bis dann eine Antwort kommt. Man muss vielleicht auch mal das zweite oder dritte Mal nachhaken. Ich habe aber auch von anderen Fällen gehört, die überhaupt nicht zufrieden waren mit irgendwelchen Support-Anfragen beziehungsweise mit den Antworten auf ihre Support-Anfragen. Also, da würde ich als erstes immer auf die Community setzen und mal schauen, was haben andere für Erfahrungen gemacht. Also direkt bei YouTube im Forum als erstes mal schauen und ansonsten direkt auch schauen in die FAQs, in die Tutorials von YouTube, einfach mal dementsprechend googeln. In dem Fall tatsächlich googeln. Also da die Suchmaschine auswählen, Google, nicht irgendeine andere nehmen, sondern wirklich googeln, macht am meisten Sinn in dem Fall, weil das hauseigene, interne Prozesse sind. Bei Vimeo habe ich mit dem Support sehr gute Erfahrungen gemacht. Da habe ich mit der Community noch keinen großen Kontakt. Das kann ich also nicht beurteilen zurzeit. Scheint aber soweit ganz vernünftig zu sein, aber richtig festen Kontakt, also selber mal eine Frage gestellt oder mich richtig eingelesen, habe ich nicht. Ich habe mich durch die FAQs durchgearbeitet. Da sehe ich ein paar Nachteile gegenüber YouTube. Also YouTube ist da weiter. Bei Vimeo habe ich des Öfteren wirklich mir einen Wolf gesucht, bis ich die Antwort fand auf meine Frage. Aber dafür ist der Support sensationell. Ich war über die Weihnachtstage so weit, dass ich dann mich gefragt habe, ja, ich habe jetzt hier mein Video on Demand, meinen Online-Kurs, verleihbar, verkaufbar, klasse. Ich möchte das Ganze jetzt aber auch vom Inhalt her, die ganzen Videos nicht nur dort verkaufen, verleihen, sondern gleichzeitig auch noch zum Inhalt machen, zu einem der Inhalte meiner Akademie. Und da sollen die Mitglieder ja dann nicht nochmal extra irgendwie dafür bezahlen, sondern da ist der Mitgliedsbeitrag erhoben und damit ist das Ganze ja alles abgedeckt, sämtliche Inhalte. Wie mache ich das? In den FAQs nicht schlau geworden, also mir da wirklich einen Wolf gesucht. Und dann, ich mache es immer gerne so, bevor ich irgendwen beim Support nerve, lese ich erstmal. Wenn ich dann wirklich nicht fündig werde, rufe ich beim Support an. Weil die haben auch was Besseres zu tun, als dann 5-mal die gleiche Frage zu bekommen. Deswegen gibt es ja die FAQs. Kam aber nicht weiter und habe dann den Support angeschrieben. Und das war am 25. Dezember. Ich habe gedacht, okay, 25. Dezember, Anfang nächsten Jahres kriegst du eine Antwort, reicht dir zeitlich. Okay. Keine 24 Stunden später hatte ich eine Antwort. Und zwar auf Deutsch, was ich genial fand. Deutsches Übersetzungsprogramm. Also man merkte, es war kein Muttersprachler, aber die Antwort war verständlich, es war keine automatische Antwort, es wurde direkt auf meine Frage eingegangen und ich habe sogar auch sofort einen Lösungsvorschlag bekommen. Fand ich sehr angenehm. Also das hat mich sehr positiv überrascht. Es waren Feiertage und dann ratzfatz in weniger als 24 Stunden sofort die Antwort bekommen.
kann ich sagen, also der Support bei Vimeo ist gut. Kann ich nicht anders behaupten. Fazit. Bist du selbstständig? Nutze beides, weil es für beide Anwendungsmöglichkeiten gibt. Bist du Pastor oder Pastorin? Minimum YouTube. Also das jetzt erstmal zum Vergleich YouTube und Vimeo. Nur zu den Videoformaten. Die Videoformate. Welche gibt es? Und wie setzt du die dann jeweils bestmöglichst für deine persönlichen aktuellen Ziele ein? Oder auch für deine langfristigen Ziele? Was macht da wann am meisten Sinn? Okay, also, welche gibt es? Es gibt ganz viele Formate. Die am weitesten verbreitet sind, ist MP4 und das sind die GIFs. GIFs, ganz weites Thema, MP4 kannst du überall mit was werden. MP4 ist das Format, das auf sämtlichen Plattformen läuft und das ist auch das aktuelle Videoformat. Das ist standardisiert, egal in welchem Land du dich aufhältst, damit kommst du klar. MP4. GIFs, was ist das? Einige sagen, es ist ein Videoformat, andere sagen, es ist eigentlich ein Bildformat und zwar eine bewegte Bildformatierung. Das ist Auslegungssache. Ich finde, es ist beides. Also es ist weder das eine noch das andere nur, sondern es ist tatsächlich beides. GIF ist tatsächlich eine Bildformatierung. Es ist also eine Bildformatierung wie JPG oder wie PNG. Gibt es auch GIF, das ist eben auch eine Bildformatierung. Bloß, dass die Bilder sich bewegen. Aber andererseits sagt man, bewegte Bilder ist ein Film. Daher also auch gleichzeitig auch Video. Was ist so ein GIF? So ein GIF bedeutet, dass es kurz gehalten ist, in der Regel unterhalb einer Minute und dass es in Endlosschleife in Wiederholung geschaltet werden kann, aber nicht muss und dass es sich auf das Wesentliche konzentriert, also grundsätzliche Bewegungsabläufe, beispielsweise wenn ich jetzt hier die Kamera hervorheben wollte, also das Symbol der Kamera, dann hätte ich jetzt da anstatt ein normales PNG-Bild, hätte ich auch eine GIF nehmen können, sodass diese Kamera ständig am Aufploppen gewesen wäre. So einblenden, ausblenden und so weiter. Einfach so als Eyecatcher, sodass der Blick dorthin geht. Eyecatcher, Auge einfangen, Auge an eine bestimmte Stelle führen. Das ist ein sehr verbreiteter Sinn und Zweck von GIFs. Ein anderer Sinn und Zweck von GIFs ist der Viralitätserhöhungsfaktor. Und zwar sowohl bei GIFs im Sinne von Tutorials und Co., weil man beispielsweise eine Bildschirmabfolge, klicke erst oben links, dann in der Mitte, dann unten rechts mit dem Zeigefinger, dass man das einfach so als Bildfolge, als Bewegungsabfolge immer wieder holt. Sodass derjenige, der auf die Seite kommt, dann sieht, aha, ich muss da also runter und muss da draufklicken. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, das Ganze mit Humor zu nehmen oder Empörung auszulösen, also auf Gefühle zu gehen. Das ist der Punkt mit Memes. Das wäre dann der Bereich, dass du bekannte Personen oder beliebte Tiere nimmst. Und da dann bestimmte Bewegungsabläufe wiederholst und das Ganze dann mit Zitaten aufpeppst. Also einem Politiker oder einer Politikerin eine Sprechblase mit einem Text hinzuordnen oder einem Hund oder einer Katze oder einem Vogel oder was auch immer, dementsprechend dann auch eine Sprechblase zuordnen oder irgendwelche Emojicons, also irgendwelche Herzchen oder Pfeile oder Smileys, die irgendwie aufploppen. Und dann eben auch wieder diese Bewegungsabfolge, das ist also dieses normale GIF. Beim Mem wäre es tatsächlich in der Dauerschleife in der Regel, dass sich diese Bewegung immer wiederholt, solange bis du das Ganze stoppst. MP4 ist das allgemeingültigere, weil du beim MP4 entweder tatsächlich auf 2 Minuten oder noch weniger alles zusammenschneiden kannst und sagen kannst, das wird ein ganz kurzes Video, das ist nur ein Hallo, hier bin ich. So beispielsweise hier mein
mein Handyvideo, also im, mein Video im Handyformat, was ich zu Silvester rausgegeben habe mit meinen Silvestergrüßen. Das ist so ein sehr kurzes, das ist tatsächlich auch ein MP4-Video. Hatte ich überlegt, ob ich es als GIF mache. Ich habe mich aber dann für MP4 entschieden. Oder du kannst im MP4-Format hier wie beispielsweise diese Livestreams dann dementsprechend auch zusammenfassen. Oder du kannst dann große Bildschirmpräsentationen, Tutorials, Online-Kurse, das alles kannst du machen mit MP4 und dann eben auch von ganz kurz bis ganz lang. Da stehen dir wirklich sämtliche Welten offen. Also das ist, MP4 ist ein Allround-Talent in der Hinsicht. Welche gibt es von der Art der Nutzung her jetzt erstmal? Grundsätzlich kannst du sagen, entweder du betreibst Marketing im weitesten Sinne, nicht nur im kaufmännischen Sinne, sondern im weitesten Sinne. Also angefangen von etwas in die Welt hinaustragen, Marketing, Werbung machen für etwas, bis hin zu tatsächlich Marketinganzeigen schalten, Werbeanzeigen, bewegte Werbeanzeigen schalten. Das alles läuft über Marketing. Wenn du etwas, wenn du Werbung machst für etwas, wenn du beispielsweise auch dich selbst irgendwo bewerben möchtest und dann ein kleines Video, also eine eigene Webseite für Bewerbungen machst oder ähnliche Dinge, dann kannst du das da eben dann auch machen. Zweite große Möglichkeit ist die Information nicht zu Werbezwecken, also nicht als Promotion, sondern zum Zwecke der Bildung. Also Videos, die du drehst, in Form von Tutorials, in Form von How-to-Do, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie funktioniert das, Hintergrundwissen, wie hier jetzt beim Netzsprech, solche Sachen, das alles Zweck, in dem Fall Bildungszweck, Weitergabe von Informationen zum Zwecke der Weiterbildung des Zuschauers, der Zuschauerin. Dann gibt es natürlich noch die Videos zum Unterhaltungszweck, also alles, was lustig ist, wenn du zum Beispiel auch auf irgendetwas besonders aufmerksam machen möchtest oder etwas besonders schön findest oder etwas besonders erschreckend findest, das alles kannst du auch in Videoform verpacken. Was gibt es da für Beispiele? Unwetter oder Katastrophen. Wenn es ein Dorf, eine Stadt erwischt und irgendwo der Fluss über die Ufer tritt und die Autos dahergeschwemmt werden, hast du bestimmt auch schon in den Nachrichten das eine oder andere Video mal davon gesehen. Oder wenn Tiere gerettet werden aus einer Notlage, auch eine Möglichkeit. Oder wenn ganz besondere Himmelsschauspiele zu sehen sind, also Sonnenfinsternis oder ähnliche Dinge. Also alles, was so diesen unterhaltenden Charakter hat. Das ist die dritte große Sparte. Was noch? Es gibt einmal den Livestream, also das, was du hier gerade erlebst. Ich spreche hier jetzt gerade live. Das heißt, du hörst und siehst das, was ich hier gerade sage und tue. Pleiten, Pech und Pannen inbegriffen. Also wenn es jetzt an der Tür klingelt oder ähnliches, dann ist dem so. Dann kann ich das jetzt in dieser Sekunde nicht herausschneiden. Könnte ich dann im Anschluss machen. Aber jetzt halt aktiv wäre das dann eben zu sehen und zu hören. Das ist eben der Unterschied bei Livestreams. Weiterer Punkt bei Livestream ist die Interaktionsmöglichkeit. Du hast die Möglichkeit, wenn du dich jetzt hier beispielsweise mit mir in Verbindung setzt und sagst, wäre ich gerne mal mit live dabei, würdest du von mir den Zugangscode erhalten, den Zugangslink, und dann könnten wir beide uns hier vis-à-vis live unterhalten und du könntest mir live deine Fragen stellen. Das wäre dann eine Möglichkeit. Oder das Ganze im Chat mitverfassen und ich könnte dir dann live oder im Anschluss an den Livestream über den Chat dann noch eine Antwort geben. Dann gibt es die Möglichkeit der Bildschirmpräsentationen. Da Bildschirmpräsentation ist das, was ich hier jetzt auch parallel mache. Das ist also jetzt zwei Sachen. Einmal live, weil du hier ja gerade live und eher mit dabei bist. Andererseits aber auch die Bildschirmpräsentation, das läuft parallel. Das ist also das hier, die Folien, die du siehst, das ist diese eine Form der Bildschirmpräsentation. Bildschirmpräsentation in dem Fall im doppelten Sinne. Zum einen ist es tatsächlich eine Präsentation, die ich vorab erstellt habe,
zum zweiten auch eine Bildschirmpräsentation in der zweiten Bedeutungsebene, weil ich meinen Bildschirm teile. Also du siehst hier eben nicht nur die Präsentation, sondern du siehst hier zum Beispiel auch die Bearbeitungsmöglichkeiten der PDF. Also nicht nur die reine Präsentation, sondern auch diese Sachen, weil ich eben das komplette Programm gerade mit dir teile. Also das Programmfenster wird von mir mit dir geteilt. Dann gibt es Dreh und oder Schnitt. Schnitt, ganz einfach erklärt, wenn ich hier jetzt mit dem Livestream fertig bin, dann wird das Ganze bei mir dann immer erstmal runtergeladen auf meinem lokalen PC. Und danach wird das Ganze, je nachdem, wie ich drauf bin, mehr oder weniger bearbeitet. Also bei den anderen Netzsprechsachen habe ich es komplett so gelassen. Ich habe da keine zusätzlichen Kommentare mit einblenden lassen. Ich habe auch keine zusätzlichen Informationen mit einblenden lassen. Ich habe auch nichts, kein M und Ä oder irgendwelche Sprachfehler irgendwie meinerseits irgendwie herausgeschnitten, habe ich alles gelassen, so wie es ist, weil ich finde beim Livestream und auch bei Aufzeichnung von Livestreams, finde ich es wichtig, dass es so authentisch bleibt wie irgendwie möglich und dass da nichts großartig verändert wird. Das Einzige, was ich da gemacht habe, ist tatsächlich, dass ich an den Anfang der jeweiligen Livestreams gegangen bin und den Anfang weggeschnitten habe und das Ende einfach deshalb, weil es beim Einloggen etwas länger dauert. Vom Prozedere her, ich gehe erst in mein Livestreaming-Programm, das ist bei mir Zoom, melde mich dort an, dann beginnt die Aufnahme, sobald ich sie eingestellt habe, ich habe das so eingestellt, dass das automatisch beginnt, dann logge ich mich bei Facebook ein, dann arbeitet Facebook erst noch eine Weile und danach könnt ihr mich live sehen. Das ist auch der Grund, warum die Videos zu Anfang, so die ersten Livestreams, die ich gemacht habe, zu Anfang erstmal so 2-3 Minuten viel leere Bildschirme waren und viel, und wie geht denn das hier jetzt genau, bis es dann live on air bei Facebook war. Und das habe ich eben in der Bearbeitung rausgeschnitten. Das ist also mit Schnitt gemeint. Also das ist das eine. Das zweite wäre tatsächlich, dass du etwas drehst und schneidest. Also Schnitt auch in Form von Zusammenschneiden. Also Bildschirmpräsentation, Bildschirmscreen, also Bildschirm, also keine Bildschirmpräsentation, sondern Bildschirmaufnahmen, die ich dann zusammenschneide und mit zusätzlichen Informationen spicke, wo ich dann zusätzlich mit einem bewegten Pfeil irgendwo hin zeige oder noch einen zusätzlichen und in Ergänzung möchte ich noch sagen, das Bubble mit reinhaue oder hier kommt der versprochene Link oder damit und damit geht es jetzt gleich weiter. Im nächsten Video siehst du, das sind dann so Ergänzungen, die hinterher beim Schnitt passieren, die ich also bei mir in meinem Videobearbeitungsprogramm erledige. Was meine ich mit Dreh? Mit Dreh meine ich zum einen, dass ich das, was ich jetzt hier gerade live mache, natürlich auch im Vorfeld alles hätte aufnehmen können. Das heißt, ich hätte mich auch ganz normal hier vor meinem PC setzen können, hätte diese Folien ablaufen lassen können und hätte dann hinterher gesagt, so, das ist jetzt mein Video und das lade ich jetzt hoch bei Facebook oder bei YouTube und sage Premiere, Videopremiere. Und das hat ja so einen ähnlichen Touch wie live. Ist nicht das Gleiche, ist nicht dasselbe, erst recht nicht. Ähnelt dem aber, hätte ich machen können. Oder ich hätte auch Dreh in dem Sinne machen können, dass ich sage, so, wir brauchen hier 4, 5 Komparsen, wir machen hier ein Interview und das Ganze wird per verschiedener Kameraführung wird das aufgenommen von den Kameraleuten oder auch von verschiedenen Handys aus unterschiedlichen Positionen und im Anschluss wird das Ganze dann zusammengeschnitten. Also auch das im Sinne von Dreh und Schnitt. Das ist also so die Art, wie du Videos erstellen kannst. Dann gibt's als nächstes bei der Erstellung zu beachten, was gibt's da für Sachen, also einmal die Tutorials, dass du wirklich zeigst, wie funktioniert etwas, wie ich jetzt hier beispielsweise bei der Präsentation mache, Tutorials im Sinne von darlegen, wie die Zusammenhänge sind. Zweite Möglichkeit ist auch die Form der Präsentation, dass ich sage, okay, hier, ich teile jetzt gerade den Bildschirm und ich zeige dir hier jetzt mal, wie das hier im Hintergrund funktioniert mit diesem ganzen Programm. Das war das, was ich beispielsweise bei Spreadshirt gemacht habe und auch bei Canva bei den beiden Videos, wo ich dir gezeigt habe, das passiert hinter den Kulissen. So bekommst du bei Spreadshirt deine Designs in den Shop und so bekommst du
weil Cannes war es hin, dass da Advents- und Weihnachtsstimmung auf Facebook und Co. verbreitet wird. Also wie machst du das? Wie erstellst du Grafiken und Co.? Da habe ich tatsächlich eine Präsentation gemacht in Form von, dass ich das Ganze live gezeigt habe auf dem Bildschirm. Du klickst hier, du machst dieses, du machst jenes und das präsentiert habe, wie etwas funktioniert. Selbstpräsentation, ja, na klar, du siehst mich, du hörst mich, das heißt, du stellst dann natürlich auch eine Verbindung zu mir, kannst mich besser einschätzen, als wenn du das hier jetzt alles lesen würdest oder als wenn du das nur hören würdest, ohne mich zu sehen. Du kannst mich also von der Mimik her einschätzen. Du siehst, was meine ich bitter ernst, worüber freue ich mich, was ist mir egal und wann ist es mir auch egal, ob mir jemand zusieht oder nicht oder wann bin ich bei der Sache. Also das erkennst du dann anhand der Präsentation meiner selbst, wie ich mich selbst dir ja zeige. Gemeinschaft bilden und Gemeinschaft fördern. Was meine ich damit? Du hast auch die Möglichkeit, bei Videos Interaktivität zu fördern. Ich fordere dich ja auch gerne am Ende meiner Videos dazu auf, hast du bestimmt schon gesehen, wenn du die zusammengeschnittenen siehst, dass ich dich darum bitte, meinen Kanal zu abonnieren, also sowohl hier auf Facebook als auch auf YouTube. Oder auch, dass du meine Sachen likest, dass du sie kommentierst und dass du sie teilst. Ganz einfach deshalb, weil ich mich darüber freue und dir bringt es vielleicht auch was, wenn du andere darauf aufmerksam machen kannst, wenn der ein oder andere sinnvolle Tipp dabei war, den du gerne mal weitergeben möchtest und damit dann natürlich auch glänzen kannst. Dann Gemeinschaft bilden im Sinne von, ja, in Interaktion treten. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, zum einen in Form von Kommentieren und Antworten auf Kommentaren in Interaktion zu treten. Das ist immer mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, hat Vor- und Nachteile. Vorteil der zeitlichen Verzögerung ist, dass du, ich sag jetzt mal, bestimmte Trollformen ja ausrollen lässt in gewisser Weise. Trolle, Shitstorm ist ein ganz großes Thema, da dann in der Akademie mehr zu. Hat auch Nachteile andererseits mit dieser zeitlichen Verzögerung. Einfach da deswegen, weil du die direkte Interaktion nicht hast. Wenn du von jemandem eine Frage gestellt bekommst und darauf sofort antworten kannst, dann hat dein Gegenüber natürlich eine andere Wahrnehmung der Wertschätzung erhalten, als wenn ich darauf erst 2 Tage später oder 2 Monate später reagiere oder gar nicht darauf reagiere auf Kommentare. Das ist natürlich was ganz anderes. Das ist also der Nachteil. Was die Königsklasse ist, ist tatsächlich, wenn du mit Videos, mit Livestream arbeitest, entweder jetzt hier so in der Form von Livestream, Monolog oder Dialog oder aber tatsächlich in Form von Webinaren und Meetings auf Bildschirmpräsentation und auf Videokontakt zurückgreifst. Das ist die Königsdisziplin. Wenn du also in Meetings, in Webinaren, in Workshops deine Teilnehmer die Gelegenheit gibst, da direkt sich mit zuzuschalten und dann, als wenn wir im selben Raum wären, miteinander sprechen können, direkt miteinander interagieren können, du mir dann auch was zeigen kannst. Also beispielsweise, ja toll, bei dir sieht das ganz anders aus als auf meinem Bildschirm. Warum? Kann ich so aus der Entfernung nicht sagen. Es sei denn, wir sitzen beide jetzt beispielsweise im selben Raum, also im virtuellen Raum, im selben Webinarraum zum Beispiel. Und ich dann sage, warte, ich schalte dir das jetzt frei und du kannst jetzt mal deinen Bildschirm auch teilen mit uns allen, wenn du das möchtest und zeigst uns dann mal, was du meinst. Und dann kann ich dir das erklären. Das ist natürlich die direkte Interaktion. Das ist natürlich das Allerbeste, was du machen kannst. Wenn du die Möglichkeit hast, einen Coach so wie mich direkt zu fragen und direkt zu zeigen, wo dein Problem liegt, also wo es gerade hakt. Also das ist manchmal wirklich so, erlebe ich bei meinen Kundinnen und Kunden immer wieder, dass es dann so eine Kleinigkeit ist.
die gar nicht so offensichtlich ist, wo ich dann sage, lass uns mal eben kurz einmal gemeinsam einen Blick drauf werfen und ich dann gleich sehe, ah, alles klar, du klickst gerade links oben, du meinst aber nicht links oben, sondern guck mal zwei Schritte weiter rechts und klick den Punkt mal an und da findest du das, was du suchst. Das ist eine wunderbare Hilfe dann auch für beide Seiten. Das beschleunigt dann auch die Unterstützung in gewaltigem Maße, einfach weil man direkt zusammen an einer Sache arbeiten kann. Und das betrifft jetzt nicht nur das Coaching-Verhältnis, es geht auch um ganz, ganz viele andere Bereiche. Team-Meeting, Besprechung mit anderen Kollegen, die irgendwo vielleicht gerade zu Hause sitzen, die im Homeoffice sitzen oder die ganz woanders vielleicht gerade irgendwo eine Arbeitsreise machen oder du hast mal eine kurze Rückfrage in irgendeiner Form, hier ist ein Problem oder hier ist gerade irgendwie eingebrochen worden, drei Häuser weiter, was muss ich machen, muss ich hier irgendwas besonders schützen, wenn jemand im Urlaub ist, solche Dinge. Also das sind alles Punkte, die du ganz schnell dann eben im Video-Interaktion-Bereich sofort lösen kannst. Bei Meetings, bei Workshops, also wirklich also Working Days, also direkt zusammenarbeiten, das macht dann richtig auch Spaß für alle Beteiligten. Also das ist eine wunderbare Möglichkeit, um eben die Gemeinschaft zu bilden und dann eben auch zu fördern. Fazit in dem Punkt. Egal jetzt, ob du Pastor bist, Pastorin bist oder selbstständig, Videos sind für jeden sinnvoll. Für absolut jeden. Ich beende jetzt hier mal den Screen. Freigabe beenden. Jetzt siehst du mich wieder in voller Pracht. So, also das zur Übersicht. Einmal der Vergleich mit YouTube zu Vimeo und eine grobe Übersicht zu Videoformaten im Allgemeinen. Das ganze Thema Videos ist extrem wichtig und extrem sinnvoll, und zwar für alle Arbeitsbereiche. Wenn du selbstständig bist, kannst du hervorragend deine Dienstleistungen und Produkte auf diese Art und Weise beschreiben. Du kannst deine FAQs bereichern und dir das Leben erleichtern, indem du sagst, ah ja, das Problem hatten wir schon mal, klicken Sie mal, ich schicke Ihnen mal einen Link, sehen Sie sich mal das Video an, darin wird alles erklärt. Ist eine wunderbare Hilfe. Das Gleiche auch, wenn du Pastorin oder Pastor bist. Es gibt jedes Jahr andere Konfirmandengruppen, um mal nur ein Beispiel zu nennen. Es gibt aber bestimmte Themen, die eben abgearbeitet werden sollen. Und du kannst das Ganze auch in vielfältiger Weise dann eben auch nutzen. Du kannst dann Tutorials nehmen, also Erklärvideos. Und dann sagen, so, bis morgen klickt ihr hier mal bitte alle auf dieses Video, seht euch das Video an, erfahrt die Unterschiede, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist zum Beispiel. Wie hängt das alles miteinander zusammen? Wie ist so die offizielle Erklärung? Und ihr seht euch das mal an und schreibt mal dazu einen kurzen, ja, so 500 Wörter, wie ihr das seht oder was euch da besonders wichtig ist. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist dann auch zu sagen, wir haben jetzt folgende Aufgabe, ihr macht jetzt alle was zum Thema Osterlamm. Auf in die Welt, Handys gezückt, achtet darauf, dass ihr nichts aufnehmt, was nicht aufgenommen werden darf. Ihr macht alle was zum Thema Osterlamm, alle so 2 Minuten bis maximal 20 Minuten, das ist euer zeitlicher Rahmen, ansonsten könnt ihr machen, was ihr wollt dazu. Und das Ganze wird dann in der nächsten Stunde von uns gemeinsam besprochen und daraus machen wir dann, das laden wir dann auf unseren Konfirmations-Videokanal hoch, wenn ihr das wollt, wenn das alles so in Ordnung ist und da kein Quatsch von euch gemacht wurde, kommt das dann von mir hochgeladen auf unseren YouTube-Kanal von der Gemeinde. Wäre auch eine Möglichkeit. Sodass dann eben auch die Kinder und die Jugendlichen dann auch sagen können, hier Kumpels oder Freunde oder Familie, schaut mal, das habe ich gemacht und das könnt ihr jetzt auch mal ansehen, so in diese Richtung. Einfach mal so diese Interaktion und die Beziehung untereinander fördern. Also das sind auch nur 2 von 10 Möglichkeiten. Es gibt immer wieder Sachen, egal in welchem Bereich du arbeitest. Auch
es gibt immer wieder die Möglichkeit zu sagen, es gibt bestimmte Dinge, die nach Schema F ablaufen. Und wenn die nach Schema F ablaufen, dann hast du auch die Möglichkeit zu sagen, ich schreibe mir jetzt mal auf, dass das so nach diesem Schema abläuft, mach da mal ein paar entsprechende Folien zu, und dann kannst du immer noch entscheiden, ich bin selber mit im Bild oder ich lasse nur die Folien ablaufen und spreche dazu und gebe dieses Video dann einmal auf YouTube oder einmal auf Vimeo oder auf beide Kanäle. Und dann kann jeder, der mit diesem Thema zu mir kommt, vorweg, bevor wir irgendwie ein intensiveres, tiefergehendes Gespräch haben, da sich schon mal grundinformieren. Das hat nicht nur für dich den Vorteil, dass es für dich eine Arbeitserleichterung ist und eine Zeiterleichterung, sondern es ist auch eine Erleichterung für diejenigen, die zu dir kommen. Warum? Egal, ob du jetzt selbstständig bist oder Pastorin, Pastor. Es gibt eine Hemmschwelle der Menschen, die mit dir zu tun haben. Als erstes Mal kennen sie dich nicht. In der Regel kennen sie dich nicht. Sondern sie haben ein Problem. Sie haben irgendetwas, wo sie sagen, da drückt mir jetzt der Schuh. Oder sie haben ein ganz tolles, freudiges Erlebnis und wollen, dass das jetzt nochmal gepusht wird in irgendeiner Form. Aber irgendetwas Bestimmtes treibt sie ja um. Dann möchten sie erstmal wissen, mit wem haben sie es zu tun. Wenn du selbstständig unterwegs bist, hast du idealerweise eine eigene Webseite, hast idealerweise eigene soziale Kanäle und bist schon präsent, bist zu sehen. Man kann sich ein Bild davon machen, wie du tickst, welche Werte du vertrittst, worauf es dir ankommt oder was dir nicht so wichtig ist und wie du mit den Menschen umgehst. Wenn du Pastorin, Pastor bist, solltest du das, meiner Auffassung und mein Credo, was ich dir dringend empfehle, auch haben. Einfach, um da die Angstschwelle zu senken. Bei den Selbstständigen, bei uns ist es dann tatsächlich so, da ist die Angst, bin ich bei demjenigen richtig oder schmeiße ich zu viel Geld raus? Ist das sinnvoll für mich oder redet die an mir vorbei? Geht die auf mich ein? Weiß die überhaupt, wovon die redet? Oder ist das Blenderei? Das ist das Problem, was so meine Kunden erstmal umtreibt und dann Dinge von mir lesen, Dinge von mir sehen, sich ein Bild machen und dann mit mir in Kontakt treten, weil sie sich vorab schon die Meinung gebildet haben, scheint zu passen. Also mit der Frau rede ich und dann sehen wir mal weiter, aber ich gehe jetzt den nächsten Schritt und mache ein persönliches Gespräch. Bei Pastorinnen und Pastoren ist das eine andere Ausgangslage. In der Regel ist es ja leider bei euch so, dass der normale Kontakt eher unterbunden ist. Einmal aufgrund eurer Wohnsituation, aufgrund eurer Arbeitssituation und auch aufgrund der bekloppten Einstellung der Landeskirchen. Aber es ist einfach so, dass wenn die meisten Menschen, die mit euch Kontakt haben, haben ein großes Problem oder eine große Hoffnung und haben überhaupt wenig Ahnung, was denn nun überhaupt auf sie zukommt. Da sind ganz, ganz viele Unsicherheitsfaktoren. Also Kunden von Selbstständigen, die wissen ja, welches Problem sie haben. Sie wissen, welche Lösung sie haben wollen. Sie haben sich schon Gedanken gemacht ungefähr. Und sie wissen auch, bei wem sie landen. Als Pastor und Pastorin fehlt das leider. Und da ist viel Angst. Da ist eine Ausnahmesituation. Entweder es wird geheiratet, ein Kind soll getauft werden, irgendwie steht die Konfirmation an, oder auch was Tragisches, es ist ein schlimmer Unfall passiert und man braucht Unterstützung oder es kam zum Todesfall, aus welchen Gründen auch immer. Es ist eine Ausnahmesituation, mit der die meisten Menschen extrem überfordert sind per se, weil sie überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen. Wenn es die freudigen Ereignisse sind, ist das noch handelbar mit Freunden und Co. Wenn es was Unangenehmes ist, wie Krankheit oder Tod, sind sie in der Regel völlig alleingelassen und haben damit schon ein Riesenpaket. Und dann kommt dann noch die Situation, sie sollen sich an irgendwen wenden, den sie überhaupt nicht kennen. Wenn sie Glück haben, finden sie noch ein Foto auf der uralt veralteten Webseite und können da auch nichts draus sehen. Das ist dann meistens noch so ein Passfoto Ding, wo man überhaupt keinen Eindruck von hat. Wo man dann nicht weiß, ist mir die sympathisch, ja oder nein, wie redet die, wie ist der Tonfall, worauf muss ich mich einstellen?
was ist das, was da auf mich zukommt? Es ist also erstmal das persönliche Problem, dann das Prozedere ist völlig unbekannt und dann ist die Person unbekannt. Das ist also Panik, 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 gewaltige Panik. Das sind Dinge, die nicht sein müssen. Also wenn du dich jetzt als Pastorin, Pastor angesprochen fühlst und der Meinung bist, da könnte ich eigentlich auch mal was tun, recht hat sie, diese Riesenschwellen müssen nicht sein, kann ich ein bisschen abbauen. Und wenn es nur dadurch ist, dass, wenn ich weiß, dass viele Leute auf der Suche sind nach einem Taufspruch, dass ich einfach mal beispielsweise ein Video drehe, Taufsprüche, was ist eine gute Idee? Und unten unter dem Video findet ihr verschiedene Links und da findet ihr weiterführende Listen. Und die weiterführenden Listen sind dann idealerweise bei dir auf deiner persönlichen Webseite gehostet als PDF, sodass du, wenn du dann die Gemeinde nach 5 Jahren oder später wechselst, dass du dann die Sachen nicht wieder neu aufbauen musst, sondern auch dort dann darauf verweisen kannst. Das ist eine Arbeitserleichterung und vor allen Dingen ist das auch eine menschliche Geste. Und ich würde es schön finden, wenn mal in der Kirche mehr auf Menschlichkeit eingegangen wird und weniger auf Dinge, die kontraproduktiv sind. Mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen. Ja, also das war es jetzt, der Grundumschlag in Sachen YouTube, Vimeo, Videoformate. Es gibt noch eine ganze Menge mehr dazu zu sagen. Du kannst es dir vorstellen, weil das ein Riesenthema ist. Daher wird dieses Thema auch von mir weiterverfolgt und natürlich vertieft. Und zwar sowohl in Form von Videokursen als auch innerhalb der Akademie. Jetzt habe ich schon mehrfach die Akademie erwähnt. Was ist das? Was soll das alles? Heureka, es ist soweit. Ich habe jetzt die Technik soweit aufgebaut. Ich habe jetzt Zahlungsanbieter und Membership-Bereich miteinander verquickt. Und zwar habe ich jetzt ein System gefunden oder besser gesagt selber so erstellt, dass ich sagen kann, das ist vom Datenschutz her so, wie ich es haben will. Das war immer so meine Hemmschwelle. Es gab verschiedene Member-Bereiche, die sind so im Angebot, wo ich sage, okay, da kann ich auch gleich die ganzen Daten einfach in einen Briefumschlag stecken und nach Amerika schicken. Fand ich nicht so witzig. Finde ich nicht gut. Sollte man nicht tun. Wird trotzdem weitergemacht. Bitteschön. Möchte ich aber nicht dran beteiligt sein. Andere Systeme gibt es, wo ich dann sage, das ist dermaßen benutzerunfreundlich, sowohl für denjenigen, der da täglich mitarbeitet, als auch für diejenigen, die das nutzen möchten, dass auch das nicht in Frage kommt. Also habe ich mich für ein ganz einfaches System entschieden und baue da auf einen deutschen Zahlungsanbieter, Digistore24, sage ich euch jetzt schon mal, ist bekannt, sitzt in Deutschland, hervorragender Ruf, kümmert sich um alles. Für mich wunderbar, für euch wunderbar, perfekt. Und ich setze auf ein Membership-System, das schlicht und ergreifend verschiedene Ebenen von Mitgliedschaften bei mir setzen kann, sodass ich unterschiedlich Dinge bei mir schützen kann, sodass ich sagen kann, das ist nur für diejenigen, die den und den Kurs gebucht haben, das ist ausschließlich für die Akademiemitglieder und dieser dritte Beitrag, die dritten Sachen, die ich auf dieser Seite da zusammengefasst habe, das ist für beide Bereiche, also sowohl Akademiemitglieder als auch für Kursteilnehmer. Das habe ich jetzt alles zusammengebastelt. Jetzt bin ich nur noch an einem einzigen Stück am Arbeiten und zwar bin ich gerade dabei, auch noch einen anderen E-Mail-Provider mit einzubinden. Ich arbeite ja normalerweise mit Cleverreach. Jetzt habe ich aber festgestellt, Cleverreach ist ein deutscher Anbieter. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass Cleverreach da meinen Ansprüchen nicht genügt. Also habe ich mich umgeschaut auf dem europäischen Markt. Was kommt sonst noch in Frage? Innerhalb Deutschlands habe ich nichts Entsprechendes gefunden, was ich gesucht habe. Und in Frankreich wurde ich jetzt fündig. In zweifacher Hinsicht. Der erste Provider, den ich gefunden habe, mit dem ich schon sehr zufrieden war, wo ich jetzt eigentlich nur noch gewartet habe, bis Akademie losgeht und dann wollte ich nur noch den Schalter umdrehen und dann sagen, so, jetzt geht's dahin, europäisch DSGVO-konform, alles geklärt.
Der ist jetzt in amerikanische Hände übergegangen. Sagt zwar, wir sind weiterhin ein europäisches Unternehmen, wir sind weiterhin unabhängig und das alles hat überhaupt nichts mit uns zu tun und wir sind weiterhin DSGVO-konform. Ja, das mag alles sein. Trotzdem bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, denn ich hatte mich vorher riesig gefreut und ich warte da jetzt in der Hinsicht erstmal ab, wie sich das weiterentwickelt. Ansonsten sehr gut, aber da muss ich noch abwarten. Jetzt bin ich weiter auf der Suche gewesen und bin wieder in Frankreich fündig geworden und da bin ich gerade dabei, alles aufzubauen. Handling ist gut, Marketing ist gut, DSGVO-konform, also auch sehr schön. Da bin ich jetzt gerade dabei, die letzten Schritte und die letzten Funnels mit aufzubauen, also die letzten Newsletter-Ketten, die damit aufgebaut werden müssen. Was da eben so alles so dazugehört, damit du dann auch entsprechend auf dem Laufenden bleibst. Da bin ich gerade dabei und dann kann es auch bald losgehen. Das heißt, ich kündige jetzt schon mal an, in diesem Jahr eröffnet meine Online-Mitglieder-Akademie. Worum wird es daran gehen? Um die gleichen Themen, wie es bei mir immer geht, also Schwerpunkt soziale Medien, dann alles, was damit zu tun hat, sprich Technik, sowohl direkt bei den jeweiligen Netzwerken als auch bei verschiedenen Softwareprogrammen, tada, wollte ich sagen, also Softwareprogramm. Als auch beispielsweise bei verschiedenen kleinen Apps und Tools und Co. Dann Marketing in dem Bereich, was ist überhaupt was? Was ist überhaupt Suchmaschinenoptimierung? Was ist entschleunigtes Marketing? Was ist der Unterschied zwischen Push- und Pull-Marketing? Was ist Werbeanzeigen? Wie schalte ich die? Wie muss ich die erstellen? Und was sind die Unterschiede dann wiederum in den einzelnen Netzwerken und in den einzelnen Suchmaschinen? Und wie kann ich Print mit digital irgendwie verbinden und so weiter und so weiter und so weiter. Also das ist der Schwerpunkt. Zusätzlich geht es auch in die anderen Bereiche, die ja von mir auch mit abgedeckt werden. Also solche Dinge wie, wie gestalte ich bestimmte Dinge, dass der Workflow besser läuft, dass es mir besser geht, dass es aber auch denjenigen besser geht, die meine Unterstützung suchen, in welcher Form auch immer. Wie baue ich das alles auf? Wie kommuniziere ich meine Werte und wie sorge ich beispielsweise auch vor, wenn es zur Katastrophe kommt? Also wie sieht das aus bei Sicherheitslücken? Wie sieht das aus, wenn du irgendwo ungewollt irgendwie ausfällst, was weiß ich, weil du dir ein Bein brichst und irgendwie hochkant im Krankenhaus gelagert wirst für mehrere Wochen? Was passiert dann in der Zwischenzeit in deinem Büro? Wie gehst du damit um? Also diese ganzen Sachen findest du dann auch in der Online-Akademie. Sobald ich losgelegt habe mit dem Newsletter, also sobald ich das jetzt, dieses letzte Stückchen noch integriert habe, kannst du dich dann sofort mit auf die Warteliste mit draufsetzen lassen für die Akademie. Da passiert erstmal noch gar nichts. Bei der Warteliste geht es darum, dass du dir Informationen von mir einholst. Das heißt, wenn du dich auf die Warteliste setzen lässt, bekommst du von mir die ganzen Informationen, was hat es mit der Akademie auf sich, wie sind die aktuellen Inhalte, was kommt als nächstes dazu, was ist alles schon mit dazu gekommen, wie sind die zukünftigen Pläne, wie sieht das aus mit den weiteren Terminen, wie ist das mit den akademieinternen Terminen für Workshops, für Webinare. Wie sieht das aus mit den unterschiedlichen Bonis und sonstigen Aktionen? Wie sieht das aus mit den Challenges und so weiter und so weiter? Darüber wirst du komplett informiert. Und ich eröffne das Ganze mit Early Bird Angeboten. Die Akademie an sich wird im Sommer öffnen. Komplett öffnen. Zum regulären Preis, den ich jetzt noch nicht verrate, den erfährst du auf der Warteliste. Und zwar habe ich mir das Datum ausgesucht, du kannst es dir schon mal notieren, 4. Juli. Der 4. Juli, der 4.7., das ist der Eröffnungstag zum regulären Preis der Akademie. Dann ist das große Eröffnungswochenende. Vorab schon mal jetzt auf die Warteliste kommen, dann bekommst du jede Menge Hintergrundinfos, die neuesten Informationen und natürlich auch exklusive Angebote. Du bekommst dann in dieser Zeit von mir Early Bird Angebote, die eben nur diejenigen bekommen, die auf meiner
Warteliste sind. Wie gesagt, bald geht es los. Du erfährst dann auch noch mehr über die Inhalte der Akademie und wie das Ganze aufgebaut ist. Ich nehme dich dann auch wieder hinter die Kulissen, damit du dann auch schon mal einen Blick drauf werfen kannst, auf das Prozedere, wie läuft das alles ab? Wie muss ich mich anmelden? Was kann ich dann wo sehen? Eine Sache verrate ich auch schon mal. Es gibt dann nur zwei Stufen für dich jetzt zum Anfang. Erstmal die Eingangshalle, die ich aufbaue. Das heißt, sobald du gebucht hast, kommst du in die Eingangshalle, bekommst dann schon mal einiges so an Zusatzmaterialien und an Checklisten und Co., sodass du schon mal leicht anfangen kannst. Und wenn ich dann festgestellt habe, okay, du bist kein Bot, du bist eine reguläre Person, du bist auch nicht irgendwie in irgendeiner Ecke einzuordnen von Menschen, denen ich nicht unbedingt meine Unterstützung geben möchte. Wenn ich das also alles abgeklärt habe, dann sage ich, ja, perfekt, du bist dann in der Hauptakademie und dann lasse ich dich am 4.7. allerspätestens auf sämtliche Inhalte zugreifen und auf andere Inhalte dann schon mal vorweg als Early Bird. So, mehr verrate ich nicht. Du kannst dich schon mal drauf freuen. Behalte Facebook im Auge. Lass dich von Facebook darüber informieren, wenn es was Neues gibt. Abonniere meine Kanäle. Abonniere mich auf Facebook. Folge mir auf Pinterest. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du mit mir in Verbindung bleiben kannst. Ich wünsche dir für heute noch einen schönen Abend. Und auch diese Netzsprechaufzeichnung wird von mir dann auch zusätzlich bei YouTube hochgeladen. Bis bald. In 2 Wochen kommt der nächste Netzsprech. Aber bis dahin hörst du noch häufiger von mir in Sachen Akademie. Bis dann. Schönen Abend noch. Tschüss.